Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video und wie ihr höchstwahrscheinlich schon am Titel und der Thumbnail gesehen habt, teste ich heute mal wieder Bademoden. Ich habe sowas ähnliches letztes Jahr schon mal gemacht. Falls ihr neu hier seid, ich bin Jacqueline. Auf meinem Kanal geht es sehr, sehr viel um Mode, um Körperwahrnehmung, Body Positivity, alles was so mit Größe 40 und größeren Größen zu tun hat. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, natürlich das Abo nicht vergessen. Heute, wie gesagt, eine neue Version der Bademoden. Denn es geht jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr darum zu testen, welche Schnitte stehen mir oder meiner Körperform oder einer etwas größeren Figur, also ab Größe 40 aufwärts würde ich mal sagen, sondern ich weiß ja jetzt, was mir gefällt, aber ich war zum Beispiel letztens im Schwimmbad und dann ist mir aufgefallen, dass meine Bademode ein bisschen eintönig ist, also sehr langweilige Schnitte. Ich trage super gerne High-Waist-Bikini-Hosen und halt irgendwie immer was Ähnliches an Bikini-Oberteilen. Ich habe eine normal große Brust, aber die ist halt sehr schlaff, weil ich zwei Kinder gestillt habe und schwanger war und einfach durch den Wachstum und das wieder kleiner werden, sind die jetzt ein bisschen hängend. Und ich dachte, ich probiere einfach mal ein bisschen was Farbenfroheres, Experimentelleres aus und habe etwas gesehen, das mich sehr gefreut hat, denn es gibt eine neue Bademode-Kollektion von Calzedonia, kennt ihr bestimmt. Und ich bin nur deswegen darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass Nova Lanaloff, also Farina Opoku, in der Werbung ist. Und die ist ja bekanntlich etwas fülliger, also die trägt, ich denke mal, irgendwas um die Größe 42, 44 und hatte diese Bademoden an und die haben, soweit man das erkennen konnte, gut an ihr ausgesehen und dann dachte ich, wow, okay, das versuche ich mal. Also habe ich mich einmal querbeet durchbestellt und werde jetzt für euch ganz bunte und ein bisschen speziellere Bikinis anprobieren. Ich habe mich heute mal bewusst ein bisschen näher gestellt. Normalerweise seht ihr auch meine Füße, aber die sind unwichtig, wenn ich Bikinis anprobiere, dachte ich mir. Deswegen ein bisschen mehr von meinem Körper für euch. Und hier hinten liegen alle Bikinis, die ich anprobieren möchte. Ich bin gespannt. Die Farben sind ja schon sehr kräftig. Also wenn ihr mir jetzt schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr, dass ich zum Beispiel total auf Gelb stehe. Rot allerdings eigentlich überhaupt nicht, aber Menschen mir sagen, dass mir diese Farbe gut passt. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Wir fangen mit was an, wo ich weiß, dass mir die Farbe auch gefällt. Und zwar mit Grün. Und die Hose ist jetzt von vorne halt eine ganz normale High-Waist-Hose, ja. Ein bisschen knapp geschnitten an den Beinen und am Po und hat noch ein Detail hinten. Ich weiß nicht, ob ich es tragen kann, aber wir werden es gleich sehen. Es hat hier so eine Schnürung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das hinten oder vorne sein soll, aber ich meine, vorne macht es ja keinen Sinn, dann würde man ja... Also ich glaube schon, dass das hinten sein soll, macht mehr Sinn, auch vom Schnitt und das Etikett ist hinten. Ja genau, aber wir haben halt ein bisschen schmal geschnittene Pobacken und hier so ein schönes Loch über dem Po. Mal gucken, wie das aussieht. Und Bikini-Oberteil ist ein Neckholder, gepusht, also wattiert, habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr getragen, aber ich glaube, mein Busen kann es ganz gut vertragen. Hier sind noch mehr Schnüre. Wir werden sehen. Also es gibt hier ganz viele Schnüre und es ist ein Triangel, glaube ich. Es ist doch kein Triangel, sondern man schnürt sich hier seine BH-Träger quasi selbst. Eigentlich ganz süß, aber ich hätte ein bisschen Angst, dass mir das jemand aufmacht. Gut, aber das ist ja bei einem Triangel-Bikini auch nicht anders. Muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass niemand was öffnet. Aber... ich sehe sehr vollbusig aus. Ich weiß immer nicht, ob ich das mag. Das ist mein Problem bei so Push-Up-Sachen. Ich weiß nicht, ob ich so betonen möchte, was da oben noch so los ist. Weil es sieht auch nicht schön aus, finde ich. Also wenn man jetzt so guckt, sieht das Bikini-Oberteil vielleicht noch ganz okay aus. Aber könnt ihr das sehen? Das ist halt einfach ein bisschen... also ich finde es ein bisschen zu knapp einfach für meinen Busen. Und ich hätte Angst, wenn ich dann mit den Kindern irgendwie rumspiele, im Wasser spiele, dass da was rausfällt. Ich habe hier übrigens einen Spiegel stehen, damit ich auch sehen kann, was hier so los ist. Die Hose finde ich süß. Also von vorne perfekte Höhe für mich, weil ich ja mit meinen Dehnungsstreifen und so, finde ich, ist das optimal. Alles, was so ein bisschen über den Bauchnabel geht. Und ich finde es auch von hinten ganz süß. Ich kann es euch ja mal zeigen. Also es ist halt am Po ein bisschen knapper geschnitten. Was ich aber eigentlich ganz schön finde, weil ich mag meinen Po und ich... der kann auch ein bisschen Farbe abbekommen. Farbe habe ich übrigens ganz nötig. Ja, es tut mir leid, dass ich so blass bin. Und ich finde auch dieses Detail eigentlich ganz süß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe hier ein Piercing. Das sieht man jetzt sogar. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also das
finde ich eigentlich ganz süß. Und die ist super bequem. Also das ist jetzt eine L, die sitzt sehr, sehr bequem. Da schnürt nichts ein, damit halt nichts irgendwie noch mehr rausdrückt. Also finde ich schon sehr gut. Oberteil bin ich mir unsicher. Klar, das sieht süß aus mit diesen Schnürchen hier. Aber wie gesagt, mir ist das hier einfach ein bisschen zu freizügig irgendwie. Also ist mir einfach zu unsicher. Aber ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr von dem ersten hier haltet. Farbe, wie gesagt, mag ich auch sehr, sehr gerne. Also ist eigentlich schon ganz positiv. Ich habe ganz vergessen, ich habe da noch ein zweites Oberteil dazu bestellt. Wahrscheinlich schon in weiser Voraussicht, weil ich wusste, dass ich einfach nicht so der Typ für so viel Ausschnitt bin. Und das ist wie so ein Balkonett-BH mit jetzt wirklich Triangel. Also das geht über den Nacken, hinten zum Binden. Und ich glaube, das ist einfach mehr meins, weil das hier oben alles ein bisschen kompakter hält. Aber wir gucken einfach mal gemeinsam. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Also, als allererstes mal, ich finde das von dem, was es an Hautpreis gibt, definitiv schöner, keine Frage. Aber irgendwie ist das so, das klappt so ein bisschen zusammen. Also das hat natürlich keine Bügel und nichts, wobei ich sehr, sehr schade finde, dass das hier in der Mitte einfach so absteht. Also für mich gehört da jetzt entweder wirklich ein Bügel innen rein oder das irgendwie so ein bisschen gerafft oder so, damit das hier einfach ein bisschen... Das ist irgendwie so, könnt ihr das sehen? Also das ist so luftig hier. Das steht irgendwie so ab und es hält auch nicht recht. Und diesen hier, also diesen Neckholder kann man gar nicht enger machen. Der ist einfach viel zu locker für mich. Also wenn ich das jetzt so tragen würde, müsste der auf jeden Fall so ein Stückchen enger sein. Also das ist schon einiges. Und den kann man halt gar nicht verstellen, was ich sehr, sehr komisch finde. Das ist jetzt, finde ich, von, wie gesagt, dem, was es an Hautpreis gibt, schöner das Oberteil. Aber so richtig vorteilhaft sieht es auch nicht aus. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es so einen wunderschönen Busen macht, weil es einfach nicht richtig sitzt. Also das hat hier einfach null Halt. Nö. Und auch das hier hat null Halt. Das Einzige, was ich verstellen kann, ist der. Das, finde ich, sieht sehr süß aus von hinten mit dem... Aber perfekt ist das auch noch nicht. Wir gucken mal lieber weiter. Diese Farbe spricht mich so an und ich finde, die schreit Urlaub. Auch wenn ich jetzt noch nicht braun bin, aber wenn man ein bisschen Farbe hat, glaube ich, ist so ein Blau richtig, richtig toll. Ich kann euch gleich mal sagen, was ich jetzt schon liebe, obwohl ich es noch nicht mal anprobiert habe. Also wir haben hier ein Bikini-Oberteil mit ein bisschen breiteren Trägern. Perfekt, wenn man ein bisschen größeren Busen hat. Wir haben auch wieder Bügel unten und... Kein Push-Up-Cup, aber es ist ein bisschen ein Cup da. Das heißt, man hat keinen Nippelalarm, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Also auch perfekt für ein bisschen größere Brüste. Auch hier hinten nicht zum Schnüren, sondern mit einer Klemme. Und das ist hier zum Verstellen, kann man das sehen? Also man kann das enger und weiter machen. Mega. Gibt es ja nicht wirklich bei Bikinis, dass wenn man hier so eine Klemme hat, man trotzdem noch die Breite verstellen kann. Also ich glaube, upsa, das ist wirklich ein perfektes Bikini-Oberteil für einen großen Busen. Also ihr könnt mir ja mal, wenn ihr ein bisschen größeren Busen habt, in die Kommentare schreiben, ob ich mit meiner Annahme richtig gehe. Aber ich denke, das ist wirklich perfekt. Und man sieht auch jetzt schon durch das, dass hier ein Knotendetail ist und ich glaube, der Cup auch ein bisschen höher geschnitten ist, ist es nicht so freizügig wie der erste grüne. Und die Hose, ein Träumchen. Die sieht jetzt ein bisschen aus wie, was ist das? Aber ich glaube, die kann man umschlagen. Also da kann man hier so einen Umschlag machen oder mehrere. Und dann ist das hier so ein bisschen gerafft und sehr, sehr vorteilhaft am Bauch. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das aussieht. Da bin ich echt mega gespannt. Oh, oh mein Gott, ich fühle mich so sexy. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wow, wow, also... Als erstes mal, der Sitz von diesem Bikini-Oberteil ist, ich glaube, das Beste, was ich jemals an meinem Bikini gefühlt habe. Was für ein verkacktes Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Da hält alles, also da wackelt nichts. Ich habe ein sehr, sehr schönes Dekolleté, wie ich finde. Also es ist nichts, was irgendwie rausquillt. Mein Busen sieht ebenmäßig aus, also nicht so, als würde er hängen, oder? Also ich denke schon, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Durch diesen Knoten hier vorne und dass das hier so ein bisschen gerafft ist, finde ich, wirkt es auch nicht so, also nicht so extrem freizügig. Wow, die Träger sind mega bequem, durch das, dass sie ein bisschen breiter sind. Auch das hier kann man, wie gesagt, einfach noch ein bisschen verstellen, dass man einen guten Halt hat. Finde ich auch sehr, sehr schön. Da hängt auch hinten nichts rum, dann hat man keine Probleme, dass man irgendwie einen Schleifenabdruck hat vom Bräunen oder so. Also wirklich für mich ein perfektes Bikini-Oberteil, wirklich. Also ist ganz, 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 ganz toll. Ganz tolles Material auch. Und dann kommen wir zur Hose, die... Ich habe einen Badeanzug an.
Ich habe eine Bikini an, einen Badeanzug an. Ich habe eine Bikini an. Also wirklich fantastisch. Ich habe es jetzt einfach, also ich habe es ganz easy gemacht. Ich habe es einfach genommen und einmal runtergeklappt, so ein bisschen hier gerafft und fertig. Dann habe ich genau das versteckt, was ich verstecken möchte. Also ich habe einfach hier so ein bisschen Sicherheit. Wir haben ein bisschen hohen Beinausschnitt, was ich toll finde, weil das Bein einfach ein bisschen länger wirkt. Der Po ist nicht zu freizügig, aber ich finde genau richtig. Jetzt ist das hier hinten halt mit dem Etikett nicht so schön. Ich mache es mal weg für euch. Ich könnte jetzt auch hier einfach ein bisschen runterziehen, wenn ich mich ein bisschen bräunen möchte. Oder noch eins runterklappen, wenn ich mich ein bisschen bräunen möchte. Aber ich finde das hier von hinten auch sehr, sehr süß. Wenn ich auf dem Rücken liege und einfach mich ein bisschen bräunen will, klappe ich runter. Gar kein Problem. Sieht immer noch eigentlich ganz süß aus. Sieht halt aus wie so ein breiteres Band. Da kommt halt hier mein Gürtelchen zum Vorschein. Aber ich kann es auch einfach so machen. Oder wenn ich einen unsicheren Tag habe, mache ich es ein bisschen höher. Aber es sieht alles klasse aus. Das ist wirklich so eine tolle wandelbare Hose. Also ich bin total begeistert. Und durch das, dass man das halt so rumklappen und rumspielen kann, ist es natürlich nicht eng. Also es schnürt nichts ein, wie man sehen kann. Es ist eher ein bisschen locker. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist, wenn man wirklich Schwimmer ist und dann halt Bahnen schwimmt, wie fest das dann sitzt. Aber es ist super angenehm. Farbe finde ich ganz schön. Wäre natürlich noch schöner, wenn ich ein bisschen bräuner wäre. Aber ich glaube, auch so mit meinen dunklen Haaren passt das ganz gut. Ich würde jetzt so rein theoretisch einfach auf Nummer sicher gehen und das in schwarz bestellen, was halt super schade ist, weil im Sommer kann es ruhig ein bisschen Farbe sein. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem haltet. Aber ich glaube, der ist sehr gut. Wenn jetzt gerade so was Positives war, komme ich gleich mit meiner absoluten nicht liebsten Farbe, und zwar Rot. Und der Bikini ist auch, finde ich, so wie die Farbe, gewagt. Ich weiß nicht, ich finde, Rot hat immer so ein bisschen was Verruchtes oder so ein bisschen was Spanisches, Flamenco-mäßiges, also so ein bisschen Feuer. Und der Bikini hat das auch. Der hat nämlich, hier kann man das sehen, so ein Netzdetail überall an den Kanten, also sowohl am Bikini-Oberteil als auch an der Hose. Und zusätzlich, weil das ja noch nicht reicht, noch so einen Ring überm Po. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, als es ganz modern war, Tangas so hochzuziehen, dass man sie aus der Jeanshose rausblitzen sah. Und dann gab es auch welche, die hatten so Metallringe. Daran erinnert mich das. Aber vielleicht sieht es ja ganz süß aus. Wir werden sehen. Ganz normales Triangel-Bikini-Oberteil. Kein Push-Up, keine Drähte, nur so ein ganz leichter Cup drin, dass man halt auch wieder so ein bisschen Nippelsichtschutz hat. Und auch hier wieder das Ringdetail. Ich spring mal rein. Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe, dass ich mich fühle, aber ich fühle mich ein bisschen anzüglich in diesem Bikini. Ich kann euch nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil dieses Lochmuster es so ein bisschen sexueller macht für mich. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde auch die Schnitte nicht optimal für mich. Ich zeige euch mal, warum. Also, Triangel-Bikini-Oberteil, eigentlich ganz süß, aber wenn ihr mal von der Seite guckt, durch das, dass hier dieses Muster drin ist und das einfach sehr stabil ist vom Stoff, wird mein Busen hier so ein bisschen platt gedrückt, also hier vorne, und kommt dafür hier zur Seite ein bisschen mehr raus. Also eigentlich müsste ich hier von der Seite mehr Halt haben, damit mein Busen nach vorne runder aussieht und nicht zur Seite, weil da will ich eigentlich keinen Busen haben. Sieht trotzdem ganz nett aus, aber vielleicht einfach nicht optimaler Halt für meine Brustform. Und bei der Hose ist es ähnlich. Also, ich finde sie nett, aber sie ist auch irgendwie, ich weiß nicht, warum ist es dieselbe Größe, ein bisschen enger. Vielleicht einfach durch dieses Stabile hier. Also da, finde ich, geht es noch, aber man sieht es hier, könnt ihr sehen, diese Naht schneidet genau knapp über dem Bauchnabel, der ja bei mir einfach so ein bisschen locker ist, durch die Dehnungsstreifen ein. Und dann hängt mir hier so die Haut drüber. Und ich müsste die jetzt immer wieder reinstecken. Und wenn das dann auch ein bisschen weiter runterrutscht, sieht man hier vorne durch das Netz genau meinen Bauchnabel durch. Das sieht so ein bisschen aus wie ein schwarzes Loch. Also das finde ich einfach nicht optimal. Von hinten eigentlich auch wieder ganz süß. Auch mit diesem Teil hier. Ja, das kann man tragen. Also ich finde auch, dass das bei mir ganz nett aussieht. Wie gesagt, ich mag auch meinen Po. Ich habe kein Problem damit, dass der ein bisschen größer ist und ein bisschen dellig ist. Dellen hat jeder. Und ich finde das ganz süß hier, auch mit diesem V irgendwie wirkt das alles ein bisschen gestreckter. Also das ist schon ganz süß. Aber hier vorne ist es einfach nicht optimal für mich. Und Neckholder sowieso, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen größeren Busen hat oder Busen, der hängt, geht es irgendwann auf den Nacken. Also bei mir ist das so, ich kann das nicht den ganzen Tag tragen. Drum
nicht optimal. Stimmt mal eben hier oben ab, was euer absoluter Lieblingsschnitt vom Bikini-Oberteil ist, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Neckholder lieben. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen problematisch. Ich finde, es kann ganz schön aussehen, aber es ist vielleicht nicht optimal für meinen Nacken. Ich bin ja auch Migräne-Patientin. Da ist das alles vielleicht ein bisschen too much, wenn man das den ganzen Tag da drauf hat. Ja, aber das würde mich mal interessieren. Stimmt mal einmal oben ab und wir gucken jetzt nach dem nächsten. Ich muss ihn jetzt einfach zeigen und anprobieren, weil er schön ist. Und ich habe wieder zu schwarz gegriffen, aber es ist gepunktet und verspielt. Wir haben eine ganz normal geschnittene High-Waist-Bikini-Hose, sollte man meinen. Ist aber, glaube ich, so ein bisschen Tanga. Also am Po ist nicht viel Stoff. Ich glaube, das kann trotzdem sehr schön aussehen, weil es halt oben sehr breit ist. Und wir haben, was ich ganz toll finde, am Beinausschnitt so ein paar Rüschen. Super, super süß, weil es einfach ein bisschen weicher hier ausfadet. Und beim Bikini-Oberteil ist es ähnlich. Das ist die Schlaufen einfädeln und es quasi über die Schulter tragen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Und wir haben auch hier wieder am Träger so ein paar Rüschen. Das macht einfach alles ein bisschen softer. Und ich finde, schwarz mit Punkten geht auch. Sehr, sehr süß. Also wir haben wieder eine Art Triangel. Also es ist von der Form und vom Halt her, finde ich, ein bisschen wie ein Triangel-Bikini, weil es einfach nur so ein Stoffdreieck ist. Aber es ist eigentlich ganz süß und ich habe auch einen guten Halt. Ich habe jetzt quasi diese Schultern hier eingefädelt. Ich will mich noch nicht umdrehen, weil die Hose. Aber ihr seht, was ich meine. Also es läuft gerade für mich besser als im Nacken. Und es sieht trotzdem sehr dezent aus. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das blaue Oberteil hat auf jeden Fall einen besseren Halt. Vor allem, wenn man den großen Busen hat. Aber das sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Und es hält trotzdem sehr, sehr gut. Die Hose. Ich glaube, das ist sogar die Hose, die ich an der Farina, also Nova Lana Love, gesehen habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr, sehr schade, dass man weder auf dem Online-Shop noch sonst irgendwo wirklich Fotos sehen konnte, wie es an ihr aussieht, weil sie halt oft irgendwie eine Tasche davor gehalten hat oder ein Jäckchen zugebunden hatte, was sie absolut nicht nötig hat, weil diese Frau ist wunderschön, hat eine wunderschöne Haut und ich hätte gerne einfach gesehen, wie das an ihr wirkt, weil sie einfach auch ein bisschen mehr Po hat und ein bisschen mehr Bein hat und ich sehe jetzt halt an mir, wie es an mir wirkt, weil es ist wirklich sehr knapp am Po, aber ich finde es gar nicht so störend. Also wir haben High Waist ist vielleicht für mich ein Tacken zu niedrig, also es müsste eigentlich so sein, nur dann habe ich hier so ein bisschen viel frei, muss ich gut rasiert sein. Aber die Rüschen ist sehr, sehr süß, ganz unauffällig, aber einfach so ein bisschen weicherer Abschluss. Und hinten ist es halt sehr, sehr hoch geschnitten. Also wir haben schon so, das ist eigentlich kein Tanga, weil es ist nicht so richtig im Po, könnt ihr das sehen? Also es ist schon draußen, aber es zeigt halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Po. Aber ich mag es. Also ich finde es eigentlich ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Kindern so ins Schwimmbad gehen würde. Das ist für mich eher so ein Strandbikini. So ein, ja, wir sind im Sommerurlaub und da kennt mich eh kein Schwein. Und da kann ich mich auch so mit einem blanken Hintern hinlegen. Aber wirklich wunderschön. Ganz angenehmes Material, auch überhaupt nicht eng. Also es schneidet wieder nichts ein. Und ich finde die Form einfach cool. Also dieses sehr, sehr breite hier oben und dann ein bisschen schmäler hier. Das ist einfach mal was anderes. Also wenn ihr ein bisschen kurviger seid und in die Sonne fahrt und ein bisschen braun werden wollt am Poppes, ist das der perfekte Bikini. Finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Wir haben meine Lieblingsfarbe im Moment, gelb. Und ich wollte unbedingt einen gelben Bikini haben. Habe jetzt aber gerade gesehen, dass ich echt einfach das falsche Oberteil für mich bestellt habe. Also wir haben die Bikinihose vom Anfang mit den Ausschnitten hinten. Die war ja eigentlich ganz süß. Ich probiere die jetzt gleich mal noch in Gelb an. Aber wir haben ein ganz simples Triangeloberteil dazu. Und ich bereue jetzt gerade, dass ich das bestellt habe, ehrlich gesagt. Ich schlüpfe jetzt trotzdem mal ganz kurz für euch rein, weil ich, wie gesagt, weiß, dass es viele Triangel-Fans gibt und es eine super schöne Farbe ist. Aber ich glaube, wenn ich die behalten würde, dann mit einem anderen Oberteil. Ja, also Farbe finde ich klasse. Vielleicht nicht, wenn ich so blass bin, aber ist einfach eine tolle Farbe. Nur was mir auffällt, bei dem Gelb zeichnet sich total meine Haut ab. Könnt ihr das sehen? Also ich habe hier so ein bisschen Dehnungsstreifen und das ist alles nicht so straff. Und ich finde, bei dem Gelb fällt es viel mehr auf. Also das ist einfach viel deutlicher, dass darunter runzelige Haut ist. Ich finde, das war bei dem Blau und Grün gar nicht so sichtbar, aber bei dem Gelb erkennt man das total. Bikini-Oberteil, klar, auch wieder süß. Wirklich guter Halt für ein Triangel-Oberteil, also ganz schön eigentlich.
wie gesagt, ist halt nur einfach nicht meine Präferenz, aber es ist ein tolles Oberteil. Also schön verarbeitet, schöner Stoff, schöne Farbe. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist, wie gesagt, auch wieder nur so ein wattierter Cup drin, keine Bügel. Ganz niedlich, aber das mit dem Gelb, das bin ich jetzt, ehrlich gesagt, bin ich da ein bisschen schockiert darüber, weil ich das nicht dachte. Aber das zeichnet sich einfach viel mehr ab als bei den anderen Farben, obwohl ich Gelb so gerne mag. Aber das ist wirklich nicht optimal. Hinten habt ihr ja vorhin schon gesehen, das ist einfach so ein bisschen lockerer geschnitten. Hier mag ich super, super gerne. Ja, aber sonst ist echt die Farbe, glaube ich, einfach nicht optimal für mich. Vor allen Dingen hier vorne. Schade, Marmelade. Fertig mit dem Bikini-Test. Was soll ich sagen? Also, ich glaube, man hat beim Anprobieren schon relativ deutlich feststellen können, was so mein Favorit war. Ich habe ihn auch gerade nochmal hier liegen. Das war auf jeden Fall der blaue Bikini. Also das Bikini-Oberteil mit den breiten Trägern, mit dem guten Halt, mit den Cups, mit dem, wie gesagt, das ist nicht gepusht. Ich glaube, man kann hier noch Push reinmachen, wenn man möchte, aber ist jetzt ja nicht drin. War einfach ein super angenehmes Gefühl, hat ein super schönes Dekolleté gemacht. Ich weiß, ich kann damit ins Wasser rein und rausspringen, so oft ich möchte. Das hält. Und die Hose dazu sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, aber die absolute Bombe. Einfach durch das, dass man das umschlagen kann, so hoch oder so tief man möchte, saß ganz, ganz locker. Also sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall ein Favorit von mir. Und ich fand tatsächlich auch den gepunkteten super schön. Vor allen Dingen die Hose. Ich weiß, die ist ein bisschen freizügig am Po und das mag nicht jeder, aber ich fand die einfach super, super süß und mal was anderes, weil ich finde, auch Frauen, die Kurven haben und die vielleicht oben am Bauch ein bisschen höher, einen höheren Sitz brauchen, können ihren Popo zeigen, weil der trotzdem mega sexy ist. Deswegen mag ich das auch sehr, sehr gerne. Aber ihr schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet und was euer Favorit war. Das interessiert mich nämlich brennend. Meine Lieblingsfarbe aus dem ganzen Test war, ich weiß es gar nicht. Also ich mochte das Blau schon sehr gerne, auch das Grün. Da kann ich mich nicht entscheiden. Also das Gelb, glaube ich, ist einfach nicht vorteilhaft für mich gewesen. Und das Rot mag ich einfach nicht. Ich bin kein Rot-Fan. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, das steht mir sehr gut, aber ich mag es einfach nicht. Und ich glaube, Blau und Grün ist eigentlich schon ganz cool gewesen. Also wenn ihr euch entscheiden müsstet, Blau oder Grün, stimmt mal ab, was würdet ihr dann nehmen? Das interessiert mich auch noch sehr. Ihr dürft auf jeden Fall sicher sein, dass das nicht der letzte Bademodentest für dieses Jahr war. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, nicht nur jetzt einmal hier die Calcedonia-Bikinis zu testen, weil das ist ja nicht alles, was es auf dem Markt gibt, sondern ich werde mich einfach mal ein bisschen durchprobieren. Vielleicht finden wir ja noch irgendeine Überraschung. Wenn ihr noch irgendeinen Shop wisst oder irgendwelche Bikinis wisst, die ich auf jeden Fall mal probieren sollte, auch unbedingt drunten hinschreiben, dann gucke ich da mal nach. Aber ich habe auch schon ein bisschen was geplant, keine Sorge. Und es wird auch weiterhin ein bisschen bunter und ein bisschen spezieller, weil es gibt ja auch noch Muster und Formen und Farben und Schnitte. Und wie gesagt, wir gucken einfach mal zusammen für diesen Sommer was richtig, richtig Cooles zu finden. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da wieder dabei seid. Ihr könnt mir, wenn ihr möchtet, auch jederzeit auf Instagram zum Beispiel Links schicken von Teilen, die ihr findet. Ich sollte sie unbedingt mal probieren. Also wenn ihr irgendein Bikini gesehen habt, Link kopieren, mir auf Instagram schicken, mir da folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis dahin alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.